Ich hatte ja schon gesagt, Grab und Pearl. Und in Perl waren die regulären Ausdrücke dann so erfolgreich, dass die inzwischen quasi in jeder Programmiersprache in der einen oder anderen Form zur Verfügung stehen. Java, Python, PHP, JavaScript. Eigentlich alles, was es so gibt, außer so ganz maschinennahen Sprachen wie C, da kann man das dann aber auch als Library irgendwie dazuladen. Also eigentlich fast jede Programmiersprache hat das irgendwie. Und zum Glück benutzen die fast alle dieselbe Syntax. Wobei das Glück nicht ganz hundertprozentig ist, weil manchmal die syntaktischen Unterschiede so ganz, ganz fein sind, sodass man dann manchmal so an Stellen ist, wo man denkt, warum klappt denn das da und hier nicht. Aber im Großen und Ganzen haben die eigentlich die Syntax von Perl übernommen und Perl wiederum hat die Syntax von Grab übernommen und erweitert. In Perl sind inzwischen ganz viele komische Dinge drin, die nur in Perl drin sind. Also mit Perl hat man allein schon mit den regulären Ausdrücken fast sowas wie eine vollständige Programmiersprache. Nur dass das dann keiner mehr lesen kann. Das ist das, was man gerne auch mal Line-Noise nennt. Also das sieht dann eher aus wie Rauschen, so ein Programm. Aber ein paar Dinge, die bei regulären Ausdrücken üblich sind, sind eigentlich ganz praktisch. Das Erste, was ich Ihnen schon gesagt hatte, ist, in der Theorie nimmt man meistens ein Plus. In regulären Ausdrücken in der Praxis nimmt man meistens das hier. Also ich mache vielleicht mal so eine Tabelle, wo ich schreibe Theorie, das, was wir jetzt gemacht haben, Praxis. Da hat es sich eingebürgert, so einen senkrechten Strich zu nehmen. Unter anderem deswegen, weil man sich wahrscheinlich gesagt hat, das Plus brauche ich häufiger als einen senkrechten Strich. Vielleicht sieht ein senkrechter Strich auch eher so aus wie das oder das. Also das Zeichen bedeutet ja eins von beiden. Dann haben Sie häufig solche Dinge, Sie werden in der Praxis häufig feststellen, dass Sie sowas haben wie zum Beispiel irgendeine Ziffer. Irgendeine Ziffer kann bedeuten eine 0 oder eine 1 oder eine 2 oder eine 3 oder eine 4 oder eine 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9. Und wenn Sie das in der Theorie aufschreiben würden, dann würden Sie schreiben 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, naja und so weiter. Und dann hätten Sie irgendeinen riesengroßen Ausdruck plus 9 mit Klammern ohne Ende. Das will man natürlich in der Praxis nicht immer hinschreiben. Darum gibt es in der Praxis bei regulären Ausdrücken solche sogenannte Character Classes, die man dann so schreibt: eckige Klammer auf, 0 bis 9, eckige Klammer zu. Das bedeutet, dieses Ding steht für ein einziges Zeichen und das kann eins von den Zeichen von 0 bis 9 sein. Und dann können Sie natürlich auch solche Sachen schreiben wie A bis K, einer der Buchstaben zwischen A und K inklusive und so weiter und so weiter. Und davon gibt es dann wiederum Varianten, nicht diese Buchstaben oder ba, 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 ba. Sie können auch sowas hinschreiben, A, B, ne, A, B wäre blöd. Sie können sowas hinschreiben wie A, C, E bis K. Das bedeutet, das steht für ein A oder ein C oder E, F, G, H, I, J, K. So ist das. Kann man, glaube ich, so lesen, wie das da steht, so verstehen. Ich will jetzt nicht alles aufführen, was es gibt, nur so die Dinge, die am häufigsten vorkommen. Was man auch manchmal hat, ist, dass man sagt, an bestimmten Stellen im Ausdruck interessiert mich gar nicht, was da steht. Hauptsache, da steht irgendein Zeichen. Das kann man in der Theorie gar nicht ausdrücken. Ich schreibe hier mal hin, irgendein Zeichen. In der Praxis macht man dafür einen Punkt. Punkt heißt irgendein Zeichen. Ja, und dann vielleicht noch als letztes, was ich Ihnen hierzu noch sagen sollte, ist, ich habe vorhin ja schon angesprochen, Escapen. Also manche Zeichen möchte man ja auch mal benutzen, obwohl sie Sonderzeichen sind. Zum Beispiel, was machen Sie denn, wenn Sie einen Stern haben wollen? Der Stern hat ja schon eine Bedeutung, das ist ja der Clean-Stern. Dann ist das in den regulären Ausdrücken meistens so, dass Sie dafür einen Backslash davor schreiben. Also wenn Sie schreiben, beim regulären Ausdruck A Stern, das schreibt man in Perl so, mit dem Stern dahinter, dann ist damit gemeint A hoch Stern. Wenn Sie aber schreiben A Backslash Stern, dann bedeutet das Backslash, das nächste Zeichen ist kein Sonderzeichen, sondern ein ganz normaler Buchstabe. Und damit ist dann gemeint die Zeichenkette A Stern, die aus diesen beiden Dingern besteht. Und alles andere, was es über reguläre Ausdrücke noch zu wissen gibt, müssen Sie sich dann jeweils in der Doku dazu angucken. Ich zeige Ihnen lieber mal ein bisschen was als Beispiel.
Wir können ja mal mit dem guten alten Grep anfangen. Ich habe hier so eine Datei, die ich mir aus dem Internet geholt habe, die heißt Wordlist. Da ist einfach, irgendjemand hat da ganz viele englische Wörter reingepackt, ohne zu behaupten, dass es jetzt vollständig oder irgendeinem Dictionary entspricht. Aber da sind jetzt, wenn Sie das zählen, sind da etwas über 100.000 Wörter drin. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die letzten Zeilen angucke von dieser Datei, dann sehen Sie, da sind alphabetisch geordnet einfach lauter Wörter drin. Und jetzt können Sie sich so ein Programm wie Grep nehmen. Und ich nehme jetzt mal nicht Grep, sondern eGrep, also mit dem E davor. Das heißt Extended Grep, weil dann die Syntax für die regulären Ausdrücke eigentlich eher dem entsprechen, was man zum Beispiel auch in Perl oder so benutzen würde. Sie können jetzt mal Folgendes probieren. eGrep, und jetzt nehmen Sie, jetzt kommt also zwischen solchen Quotes, schreiben Sie Ihren regulären Ausdruck hin. Und ich schreibe jetzt mal Folgendes hin. Ich schreibe erstmal den regulären Ausdruck hin und dann überlegen wir uns das mal, was das bedeutet. Dieser Ausdruck bedeutet Folgendes. Erst kommt ein A. Dann kommt, Punkt heißt, irgendein Buchstabe. Dann steht dahinter ein Clean-Stern. Das bedeutet ein A und dahinter irgendein Buchstabe, eventuell auch beliebig viele Buchstaben. Es kann sein, dass hinter dem A gar kein Buchstabe kommt, geht ja auch beim Clean-Stern, oder mehrere, irgendwie wild gemischt. Und dann soll als nächstes ein E kommen. Dann dürfen wieder irgendwelche Buchstaben kommen. Dann soll ein I kommen, dann wieder irgendwelche Buchstaben. Dann ein O kommen, dann wieder ein Buchstaben, dann ein U. Das heißt mit anderen Worten, wir wollen gucken, ob es in unserer Liste von 100.000 Wörtern ein Wort gibt, in dem die fünf Vokale in der richtigen alphabetischen Reihenfolge vorkommen. Was zwischen den Vokalen steht, interessiert uns nicht. Und Grep wird uns jetzt alle Zeilen aus der Datei ausgeben, die, auf die dieser reguläre Ausdruck zutrifft. Und Sie sehen, da haben Sie ein paar. Also wenn Sie mal so zum Beispiel so ein Kreuzworträtsel lösen wollen, ist das eine schöne Methode, um nach bestimmten Mustern zu suchen. Jetzt hat er Ihnen also die englischen Wörter, die er kennt, gegeben, in denen die fünf Vokale in der richtigen Reihenfolge vorkommen. Man könnte jetzt aber auch was anderes gemacht haben. Ich hätte das so machen können. Ich mache so eine Character Class. Das bedeutet jetzt ja, nach dem, was ich Ihnen eben gerade erzählt habe, ein A oder ein E oder ein I oder ein O oder ein U. Das heißt mit anderen Worten, ein Vokal. Ja? Und wenn ich jetzt das hier hinterschreiben würde, dann würde hier stehen null oder mehrere Vokale. Man kann aber in Extended Grep oder in Perl auch sowas schreiben. Das würde bedeuten genau fünf davon. Das würde jetzt bedeuten genau fünf Vokale, aber in diesem Fall ohne festgelegte Reihenfolge. Oder ich kann sowas machen, dann bedeutet das fünf oder mehr Vokale. Das sind alles Dinge, die man mit solchen sozusagen Industriestandard-regulären Ausdrücken machen kann. Also gib mir zum Beispiel alle Wörter, in denen fünf oder mehr Vokale vorkommen in der Liste. Dann haben Sie die hier. Das ist doch auch ganz schön. Hintereinander natürlich, ja? Ich verstehe das aber bei dem ersten nicht. Wir fangen doch eigentlich mit einem A an. Ja. Wörter, die mit einem F anfangen, rausbekommen. Ah ja, gute Frage. Wenn Sie das so eingeben, dann ist der Auftrag an Grep, guck, ob dieses Muster irgendwo in der Zeile vorkommt. Wenn Sie jetzt wollen, dass das Wort mit dem A anfängt, das war ja dieses hier, und mit dem U aufhört, können Sie ihm das auch sagen. Dafür gibt es sogenannte Anker. Sie können in den regulären Ausdruck zum Beispiel dieses Zeichen einbauen. Dann heißt das, an der Stelle muss der Anfang der Zeile sein. Also das Wort muss mit A anfangen. Wenn ich das jetzt nochmal laufen lasse, sehen Sie, dass die anderen Sachen weg sind. Und jetzt könnte ich da hinten noch hinschreiben und es muss mit dem U aufhören und dann werden Sie gar nichts mehr kriegen, weil ja kein Wort dabei ist, was mit dem A anfängt. Und das ist der Anker für Ende des Wortes. Und dann bekommen Sie gar nichts mehr. Ne? Gut, aber dieses hier, war ich Ihnen noch nicht ganz fertig mit. Hier steht natürlich jetzt bei diesem regulären Ausdruck, es müssen fünf Vokale drin vorkommen, aber nacheinander, weil da jetzt ja kein Punkt mehr zwischen ist oder sowas. Ne? Also müssen Sie jetzt nicht alles sofort verstehen. Ich wollte Ihnen nur mal ein Beispiel dafür geben, was man alles machen kann. Vielleicht noch eine Sache, die ganz lustig ist. Die geht dann aber schon deutlich über das hinaus, was wir hier brauchen. Reguläre Ausdrücke kann man auch benutzen, um Bezug zu nehmen auf Dinge, die man vorher gesehen hat sozusagen. Also wir haben ja in den regulären Ausdrücken tauchen ja Klammern auf und die meinen ja immer Stücke von einem Wort zum Beispiel. Also hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, das hier, der Punkt steht für irgendein Buchstabe. Ja? Und die Klammern sind einfach nur eine syntaktische Gruppierung, die haben sonst keine Bedeutung, die heißen nur, das wird zusammengefasst. Und wenn ich das nochmal mache und nochmal mache,
dann steht hier eigentlich momentan nichts weiter als ein Wort, das am Anfang drei Buchstaben hat. Mehr steht da gar nicht. Allerdings bedeuten die Klammern für Grep, dass es sich diese Worte merken soll. Und zwar, die ersten beiden Klammern stehen für das erste, was ich gesehen habe. Das zweite Klammernpaar steht für das zweite, was ich gesehen habe. Und das dritte steht für das dritte, was ich gesehen habe. Und auf die kann man dann später wieder Bezug nehmen. Das heißt, Sie können jetzt Folgendes machen. Danach kann irgendwas kommen. Und dann muss der dritte Buchstabe kommen. Und dann muss der zweite kommen. Und dann muss der erste kommen. Und dann soll das Wort aufhören. Das heißt, was wir jetzt hier hingeschrieben haben, ist, gibt es, denken Sie an Ihr Kreuzworträtsel, gibt es in dieser Liste von 100.000 Wörtern irgendwelche Wörter, die mit drei Buchstaben anfangen und mit diesen drei Buchstaben in umgekehrter Reihenfolge wieder aufhören? Ganz schön viele. Also Sie sehen, falls Sie noch nie reguläre Ausdrücke gesehen haben, das ist für manche Dinge ein ganz mächtiges Werkzeug, kann man nette Dinge mitmachen. Und man kann das natürlich auch gut benutzen, dafür wird es auch, glaube ich, würde ich mal sagen, hauptsächlich ausgenutzt, um bestimmte Eingaben zu prüfen. Sie haben irgendwelche Felder, wo steht, geben Sie ein Datum ein. Und dann überprüfen Sie zum Beispiel mit einem regulären Ausdruck, ist das überhaupt ein Datum, was da eingegeben wurde. Ja? Oder Sie wollen irgendwelche großen Datenmengen durchscannen und nur bestimmte Sachen rausfieseln. Und stellen Sie sich vor, das, was ich eben da beschrieben habe, fängt mit drei Buchstaben an und hört mit den drei Buchstaben in umgekehrter Reihenfolge wieder auf. Würden Sie anders beschreiben wollen, können Sie auch ein Programm für schreiben, aber im regulären Ausdruck ist das eine Zeile. Wenn man das kann, kann man damit sich schon viel Arbeit sparen. Kann ich gleich nochmal ein bisschen Werbung machen? Ich habe vor vielen Jahren inzwischen mal ein Programm geschrieben, mit dem man mit regulären Ausdrücken rumspielen kann, können Sie sich von meiner Website runterladen. Das sieht dann so aus, zeige ich Ihnen gleich, mit dem Sie eigentlich alles Mögliche machen können. Ich habe sogar lustigerweise schon Studis gehabt, die mir erzählt haben, dass sie in irgendwelchen Firmen gearbeitet haben und dass das in dieser Firma eingesetzt wird, das Programm. Das ist inzwischen recht weit verbreitet. Das sieht dann so aus. Hier oben tippen Sie irgendeinen regulären Ausdruck ein und nehmen wir doch mal, was ich Ihnen gesagt habe, ein Datum. Also wie sieht ein Datum aus? Sie haben irgendein Eingabefeld auf Ihrer Website und Sie wollen ein Datum haben. Dann würden Sie zum Beispiel sagen, das muss anfangen mit einer Ziffer. Ziffer sieht so aus, 0 bis 9. Da gibt es übrigens auch noch Shortcuts für in Perl, aber ich schreibe einfach mal eine Ziffer hin. Dann muss, Sie wollen so einen, zum Beispiel, sagen wir mal, 1. Mai, da wollen Sie, dass geschrieben wird 01.05. Also Sie wollen immer zwei Ziffern haben, also so. Zwei Ziffern müssen kommen. Dann soll ein Punkt kommen. Ach nee, halt. Punkt heißt ja irgendein Zeichen. Also müssen Sie das escapen. Schreiben Sie so. Dann noch zwei Ziffern für den Monat. Und dann wieder ein Punkt. Muss ich escapen. Und dann noch vier Ziffern für das Jahr. Das mache ich mal so. Spare ich mir ein bisschen Arbeit. So, und jetzt fängt der hier unten an zu tippen und tippt zum Beispiel an 1.5.2014. Ist noch nicht okay. Aber wenn ich hier draus mache eine 0 davor und hier auch noch eine 0, dann wird es gelb. Jetzt hat er gematcht. Ja? Und jetzt können Sie zum Beispiel sagen, ich komme am... Und Sie sehen, dass hier immer gezeigt wird, was gerade gematcht wurde. Ne? Und jetzt können Sie natürlich auch noch andere Dinge machen. Zum Beispiel möchten Sie den Monat extrahieren. Dann machen Sie hier Klammern rum um den Monat. Und dann können Sie sich hier unten sagen, ich möchte nur das Extrahierte markiert haben, dann sehen Sie hier, dass der gematchte Monat hier extrahiert wurde. Und hier unten können Sie noch eine ganze Reihe von anderen Dingen machen. Sie können sich hier zeigen lassen, wie das zerlegt wird, der reguläre Ausdruck. Sie können sowas wie Splitten und Replacement machen. Oder Sie können auch schrittweise durch den Ausdruck durchgehen und gucken, wie er matcht. Und alle möglichen Dinge probieren. Also wenn Sie wirklich mal mit regulären Ausdrücken in der Praxis in Perl-Syntax zu tun haben, ist das vielleicht ein ganz gutes Tool, um Sachen auszuprobieren. Man ist dann öfter mal so in einer Lage, dass man sagt, wieso geht denn das jetzt nicht? Wieso macht der nicht genau das, was ich gedacht habe? Und das kann man vielleicht hier schneller ausprobieren, als wenn man wirklich immer in seinem Programm rumfummelt.